Der Südharz. Lebens- und Wirtschaftsraum. Traditioneller Bergbau. Naherholungsgebiet für mehr als 300.000 Menschen. Die Landschaft ist geprägt durch schroffe Felsen und einen Karstgürtel, der sich durch den gesamten Südharz zieht. Schon immer strukturschwach. Vor 1990 im Westen Zonenrandgebiet und im Osten Sperrzone. Heute 100% Provinz. Schlechtes Internet, Bevölkerungsrückgang, Waldsterben. Um die Transformation ins nächste Jahrzehnt zu schaffen, ist Gips die Chance für den Südharz. Schon seit Jahrhunderten ist der Gipsabbau das Rückgrat der Region. Das ist generell der Aspekt, dass natürlich Arbeit wichtig ist, um auch irgendwo sesshaft zu werden. Da spielt die Gipsindustrie wie alle anderen gut bezahlten Arbeitsplätze natürlich eine große Rolle. Seit 1990 sind mehr als 1600 gut bezahlte Arbeitsplätze entstanden. Und die Wertschöpfung steigt kontinuierlich.